Die griechische Regierung bewilligte harte Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Rettungspaket von 86 Milliarden Euro. Aber was sind die nächsten Schritte? Mark Oswald von ADM Investor Services International in London ist an der Leitung. Mark, was kommt als nächstes für Griechenland? Die Antwort ist einfach: beweisen, dass das ganze Ding nicht funktioniert. Das ist keine Lösung. Die Regierungen in der Eurozone sind nicht einverstanden. Die griechische Regierung ist nicht einverstanden. Auf lange Sicht haben wir nichts anderes gelöst, als zu beweisen, dass der Euro keine Drehtürwährung ist, wie sie entworfen wurde. Aber diese Probleme werden nicht verschwinden. Griechenlands Schuldenquote, wenn es weitergeht, wird 200% übersteigen. Das geht einfach nicht. Der deutsche Finanzminister hat gesagt, ein temporärer Ausstieg aus dem Euro sei immer noch eine Option. Was halten Sie von dem temporären Ausstieg? Ich glaube nicht, dass es stichhaltig ist. Er hat einen Zeitrahmen auferlegt, aber dieser Zeitraum ist sehr elastisch. Es ist ein typischer schmutziger Euro-Kompromiss. Ich glaube, Herr Schäuble sucht nach einer Möglichkeit, eine bedeutende Abschreibung der griechischen Schulden abzuwickeln, wenn Griechenland nicht in der Eurozone ist. Es ist fast wie Erbsenzählerei im Rechtssystem. Na gut, die Verträge lassen es nicht zu, deshalb machen wir es nicht, aber wenn sie 5 Jahre außerhalb der Eurozone sind, können wir es tun. Hat jemand eine Idee, wie die griechische Wirtschaft zu beleben ist? Gar keiner. Ich glaube nicht, dass dies eine echte Option ist. Die EZB behielt Zinssätze bei 0,05% unverändert, wie auch die Märkte erwartet hatten. Was ist Ihre Prognose für die Zinsentwicklung? Sicherlich kann man über die Eurozone sagen, dass die Zinsen wahrscheinlich unverändert bleiben. Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im ganzen nächsten Jahr. Die weitere Zukunft sieht wie eine große Wolke aus. Es hat keinen Sinn zu spekulieren, wie das Ganze im Jahr 2017 ausgeht. 2017 haben wir Wahlen in Frankreich und Deutschland. Sie können sehr ernste Auswirkungen auf viele Dinge haben. Aber mittlerweile sehe ich keinen Grund für eine Zinsänderung innerhalb von 18 Monaten. Die Jahresinflation war im Juni 0,1% niedriger als im Mai. Noch ein Stück weiter von dem EZB-Ziel von 2%. Wie sind die aktuellen Inflationsprognosen der EZB? Viel hängt von Erdölpreisen ab. Und diese Entwicklungen hängen vom Geschehen in anderen Regionen, nicht nur im Iran, ab. Und zwar wie sich die Weltproduktion von Erdöl entwickelt. Wenn wir annehmen, dass die Ölpreise sich im aktuellen Bereich stabilisieren, sollte sich die Inflation gegen Ende des Jahres etwa beschleunigen, jedoch höchstens auf 0,5% zum Dezember. Weitere Basiseffekte treten im nächsten Jahr ein, die die Inflationsrate auf 1,2 bis 1,5% bringen können. Die EZB muss sich früh oder spät je nach dem Inflationsschwung entscheiden zu sagen. Nun sind wir deutlich mit unseren Zielen vorangekommen und deshalb können wir unser QE-Programm stoppen. Oder auch kann sie weiter abwarten, bis die Rate bei 2% überzeugender wirkt. Jetzt ist es schwer zu sagen, die Zeit wird zeigen. Meiner persönlichen Meinung nach, wenn die Weltwirtschaft im nächsten Jahr etwas zulegt und die Ölpreise sich ein bisschen mehr erholen, könnte das die EZB so etwa Mitte nächsten Sommer zur Beendigung des QE-Programms motivieren. Und schließlich, wie haben die Devisenmärkte vor der Pressekonferenz reagiert und was ist Ihre weitere Prognose für den Euro? Vor der Pressekonferenz sank der Euro auf fast 1,08 gegenüber dem Dollar. Dragis Auslegungen wirkten etwa wie ein Schlag in den Rücken angesichts der Unsicherheiten in Griechenland und einiger weiterer Unsicherheiten, nicht nur um die Eurozone, sondern auch um die Weltwirtschaft, insbesondere in China und teilweise in den USA. Draghi war viel taubenhafter als im Juni. In der Tat wiederholte er seine Aussage vom Mai und das wirkte auf die Märkte negativ. Im Hinblick auf die gegenwärtige Lage,
wenn wir die Sorgen um Griechenland endlich abschaffen können, was meines Erachtens nicht möglich ist, dann bleibt immerhin der divergierende Zinsausblick vor allem zwischen dem Dollar und dem Euro, wobei wir davon ausgehen, dass die Fed den ersten Zinserhöhungsschritt bereits in diesem Jahr, voraussichtlich im September, vornimmt. Auf dieser Grundlage bestehen viele Abwärtsrisiken für den Euro, bis auf 1,05 in der Mittelfrist, vielleicht sogar auf 1. Geopolitische Risiken spielen auch eine große Rolle. Mark, ich danke Ihnen sehr für Ihre Kommentare. Das war's von mir, aber das Lukas Kuppe TV-Team hat noch viele Nachrichten für Sie. Auf Wiedersehen.